willkommen zu meinem Vortrag, warum der Windows-Desktop sicherer ist als der Linux-Desktop und natürlich auch, was wir dagegen tun können. Zunächst schauen wir uns erstmal an das FRAP-Modell oder wie ich es nenne, wo liegt denn eigentlich das Problem? Nun ja, wir haben irgendwo auf der einen Seite einen Angreifer, hier in Rot dargestellt, und auf der anderen Seite unseren normalen Benutzer. Und unser normaler Benutzer nutzt in diesem Fall ein normales Desktop-System, wie viele von uns. Er hat auf seinem normalen Desktop-PC irgendwie Dokumente, wie irgendwelche Word-Dateien. Er hat irgendwelche empfindlicheren Dokumente, zum Beispiel SSH-Schlüssel. Und er hat jede Menge Software, zum Beispiel einen SSH-Client, einen File-Manager oder auch einen Internet-Browser wie den Firefox. Jetzt gibt es Anwendungen, die sind unstrittig deutlich mehr nach außen hin präsent als andere. Also zum Beispiel ist der Browser nach außen hin deutlich mehr Angriffen ausgesetzt als irgendwie ein File-Manager, der für gewöhnlich nicht mit dem Internet kommuniziert. Also von Special Cases mal abgesehen. Jetzt übernimmt der Angreifer eben eine von diesen anfälligen Anwendungen, an die er irgendwie Zugriff haben konnte, weil da mal wieder eine Schwachstelle drin war. Und das Problem ist, wir sehen jetzt hier, das hat alles mehr oder weniger den gleichen Rechtebereich. Das heißt, der Angreifer hat auf einmal Kontrolle über den Browser und somit über meine Dokumente, meine SSH-Keys, meinen File-Manager, meinen SSH-Client. Das ist zurzeit auf den meisten Linux-Desktops Fakt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Windows an der Stelle besser macht. Windows hat eine Handvoll hier an dieser Stelle mal genannt, zwei Mechanismen, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen. Zum einen ist die User Agent Control zu nennen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den sudo unter Linux. Allerdings macht die User Agent Control einen gewaltigen Unterschied, denn Windows kennt verschiedene Rechte von Administratoren. Also während Linux ja User oder Root hat, hat Windows zum Beispiel sowas wie ein Admin, ein Trusted Installer, das sind Unterschiede. Das heißt, Admin ist nicht gleich komplett privilegiert auf dem System. Und die User Agent Control leiht sich eben diesen Schlüssel, wenn man administrative Rechte braucht, höhere Rechte, die ist gut eingebettet, gibt die gut wieder zurück. Das funktioniert relativ gut. Und auf der anderen Seite MIC, also Mandatory Integrity Control. Hierbei sprechen wir um ein Mandatory Access Control System, was unter Linux auch existiert. Ist es euch unter Windows schon mal irgendwo aufgefallen? Ich vermute eher nicht. Unter Linux, wenn man das auf dem System hat, wird es einem auch bewusst sein und wird einem auch aufgefallen sein. Da sind die nämlich ein bisschen aggressiver. Unter Windows sind die eben, wie gesagt, auch in den Desktop eingebunden und sorgen dafür, dass zum Beispiel eine Applikation, die ihr aus dem Internet runtergeladen habt, mit signifikant anderen Rechten läuft, als jetzt der File-Manager, der von Microsoft signiert und mit dem System ausgeliefert wurde als Systembestandteil. Jetzt fragt ihr euch natürlich, gibt es das nicht auch für Linux? Naja, schon, aber nein. Also, wir haben jede Menge irgendwelche Software für Linux, die die Rechte einschränkt, die Separierung fördert. Das Problem dabei ist, dass wir irgendwie unter Windows ein relativ homogenes System haben. Unter Linux ein heterogenes System. Das heißt, wir haben viele verschiedene Varianten von Linux-Desktops und die alle setzen auf andere Sachen. Wir haben sudo, das zurzeit mittlerweile gut verbreitet ist wenigstens. Wir haben SE-Linux, also ein Mandatory Access Control System. AppArmor, ein anderes Mandatory Access Control System. Wir haben Flatpak, wir haben Snap, was im Prinzip beides Package-Deploy-Systeme sind, die gerne als Security-Features verkauft werden, was sie Stück weit auch bringen können, aber eben auch an Package Manager gebunden sind. Wir haben irgendwelche einfachen Container-Runtimes wie BubbleWrap, FireJail und wie sie alle noch heißen. Wir haben sichere Operation-Systeme wie Cubes, wo man dann jede Applikation in einer eigenen VM laufen lassen kann oder Unix, was auch ein gehärtetes Linux ist, SubGraphOS und viele mehr. Also man wird fast nicht fertig, die unter Linux aufzuzählen. Jetzt ist das Ding, relativ wenige davon haben einen wirklich weiten Verbreitungsgrad. Viele davon existieren auf Systemen, sind aber so eingerichtet, dass sie im Prinzip nicht behindern und damit auch nicht schützen. Das heißt, unter Linux haben wir zurzeit
keine funktionierende Lösung an dieser Stelle, die unsere Desktop-Applikationen sauber irgendwie mit unterschiedlichen Rechten laufen lässt, dass eben, wenn eine doch mal übernommen wird, nicht gleich unser ganzer Desktop hops geht. Genau. Was für Probleme haben wir so generell? Die Konfiguration unter Linux für solche Anwendungen ist systemweit anstatt accountweit. Das heißt, ich bin irgendwie ein Nutzer. Ich möchte als Nutzer meine Rechte ändern, meine Config an sowas ändern können, weil, ob jetzt zum Beispiel Firefox außerhalb des Downloads oder schreiben darf oder nicht, ist in der Regel aber in systemweiten Profilen hinterlegt, da die in Kernel geladen werden. Viele davon sind zu sicher, eben, dass sie einen extra Workflow fordern. Also, wie, ja, habt ihr jetzt irgendwelche Transferordner unter Cubes etc. Sie schränken die Wahl der Software ein, zum Beispiel Flatpak. Ihr könnt nur noch Flats installieren, weil ansonsten steht euch Flatpak ja leider nicht zur Verfügung. Das ist zwar cool, wenn ihr gerne Flats installiert, aber wenn ihr jetzt Software außerhalb von Flat haben wollt oder einfach euren Paketmanager nutzen wollt für Gründe, dann wäre es halt schön, wenn ihr trotzdem die Security davon nutzen könnt. Und sie können nicht mit ungeschützter Software koexistieren, also eine ganzheitliche Lösung voraussetzend. Da haben wir zum Beispiel bei, wieder natürlich bei den Operation Systems, die eben sagen, okay, ihr braucht ein ganzes OS, das so konfiguriert ist, also jetzt zum Beispiel SubGraph OS oder Unix, klare Beispiele für. Sie sind irgendwie mangelhaft anpassbar und viel schlimmer, es fehlt oft Out-of-the-Box-Kompatibilität bzw. Funktionalität. Also sehr häufig ist es sehr anstrengend irgendwie, also jeder, der weiß, wie sich SE Linux nicht auf einen Red Hat-Derivat, also zum Beispiel Fedora, anfühlt, der weiß, was ich meine mit, es fehlt Out-of-the-Box-Kompatibilität. Es ist wirklich aufwendig, unter Debian zum Beispiel Firefox mit SE Linux zu versehen, sodass das sinnvoll ist. Wir schauen uns jetzt mal die Systeme, die wir haben, genauer an. Mac-Systeme, wie oben genannt SE Linux. SE Linux ist ein relativ komplexes Mac-System, das relativ mächtig ist, dafür aber eben auch sehr, sehr schwer zu konfigurieren, also sehr, sehr schwer, also schwerer zu konfigurieren, als jetzt zum Beispiel AppArmor es wäre. SE Linux und AppArmor laufen beide direkt im Kernel. Das heißt, das System selbst läuft im Kernel Space maximale Rechte und entscheidet dann eben, wie es die Dateizugriffe, Ressourcenzugriffe, IPC-Zugriffe einschränkt. Wir haben eben aufgrund dieses, es läuft im Kernel und es ist dafür gemeint, eben das ganze System damit zu schützen, eine hohe Integration in die Systeme. Das sehen wir daran, dass AppArmor hauptsächlich unter Ubuntu verwendet wird, weil es eben von Canonical gefeatured ist und dass E-Linux hauptsächlich von Red Hat-Derivaten wie Fedora genutzt wird, weil es eben an Red Hat hängt. Unter anderen Systemen ist es so, dass die Entwickler sagen, naja, E-Linux-Profile ist schwierig. Ja, Support ja, aber Default mit ausliefern oder generell Out-of-the-Box-Funktionalität anspielt, eher nicht. Also da ist es immer so, alles oder nichts. Die Policies sind in der Regel nur durch Root änderbar, was natürlich Sinn ergibt, wenn ich eine Software habe, die irgendwie systemweit agiert, dass das nur Root änderbar ist. Sie können, wie gesagt, sehr komplex sein. Und genau. Wir haben als zweite Möglichkeit irgendwie zu sagen, okay, wir containerisieren die Sachen. Das ist relativ cool, gerade wenn wir irgendwie Software, der wir von vornherein nicht vertrauen, verwenden. Beispiele für so Software wäre zum Beispiel das sehr beliebte Zoom jetzt durch Corona. Dem vertrauen wir nicht, weil wir wissen, dass es schlechte Software, wir wissen, dass es womöglich sogar böse Software. Und darum lassen wir das in, warte, das ist die Paketverwaltung, genau, darum würden wir das gerne in Container laufen lassen. Wenn wir das jetzt mit Snap oder Flatpak machen müssen, sind wir darauf angewiesen, dass es Zoom gerade als Snap oder als Flatpak gibt. Und da sehen wir auch schon irgendwie die Hauptproblem. Gibt es das? Haben wir Glück gehabt? Gibt es das nicht? Haben wir Pech gehabt? Ja, also ihr seht, glaube ich, worauf das hinausläuft. Ist nichtsdestotrotz coole Ansätze. Also
die eben Deployment-Features mitbringen. Prinzipiell beide funktionieren so, dass sie einen Teil des Betriebssystems, Struktur, also dieses RootFS, selber mitbringen und aus verschiedenen Snippets ein eigenes RootFS zusammenbauen und damit zum Beispiel auch Kompatibilitätsprobleme überwinden, weil sie einfach ihre eigenen Libraries dabei haben, verbrauchen darum auch deutlich mehr Speicher als normale Anwendungen, weil sie eben keine Shared Libraries mehr nutzen im eigentlichen Sinne, sondern das umgehen, indem sie ein eigenes Dateisystem dabei haben. Genau. Wie funktionieren die? Genau. Es werden eben File-System-Snippets erstellt, installiert. Die werden zusammenkopiert. Die Apps verwenden verschiedene File-System-Snippets. Also ihr könnt euch das vorstellen, die bauen sich im Prinzip zum Beispiel aus einem Basispaket und dann bauen die sich noch sowas wie, naja, zum Beispiel glib oder KDE, ein zweites Paket dazu und haben da ein Paket und bauen sich daraus ein Dateisystem, ähnlich wie Docker es tun würde. Wir haben die Container auf Container-based Sandboxen, also wir nutzen irgendwie Namespaces. Und immerhin nutzen sie auf jeden Fall mal Mountain Namespaces, um eben die Dateisysteme aufzubauen, in denen sie laufen. User Namespaces sind bei beiden Anwendungen, sowohl Flatpak als auch Snap, optional, obwohl die ein sehr gutes Security-Feature wären. Viele von den Profilen, die von den Entwicklern dort übrigens festgelegt werden, in der Regel nicht von Nutzer vielleicht überschrieben werden können, aber hier hätten wir zum Beispiel schon mal vom Entwickler festgelegt, nutzen die User Namespaces schlichtweg gar nicht. Es wären auch weitere Security-Features möglich, gerade in Richtung Fedora wird das eben so ausgebaut, dass sich das unten drunter an die SE-Linux-Policies anschließt, beziehungsweise unter Ubuntu die Snaps an AppArmor-Profile, was dann natürlich ein cooles Multilevel-Security-Schema gibt. Secure Operay, wir würden wir mal zum nächsten Ding kommen, das ist so ein bisschen noch Rundschau, die Secure Operation Systems. Ihr werdet kein System finden, was so sicher ist wie Unix an dieser Stelle. Das beziehungsweise als Cubes. Unix ist nicht ganz so sicher, basiert auf Sandboxen. Die lassen einfach jede Applikation in einer eigenen VM laufen. Das ist per Definition sicher. Aber das Problem ist, ihr verbraucht halt unglaublich Ressourcen. Außerdem gehe ich davon aus, dass jeder Linux-Nutzer, der sich für eine Distro entschieden hat, das aus einem Grund getan hat. Die wenigsten sind bereit, ihre Distro einfach so zu wechseln, nur wenn man sagt, ja, dann kannst du folgendes tolles Security-Feature nutzen. Dann sagen die Leute, oh ja, super, dafür wechsle ich doch meine Lieblingsdistro und verzichte auf meinen Lieblingspaketmanager oder dergleichbares. Also das ist cool, die Sachen werden verwendet, die Sachen werden aus Interesse verwendet, die Sachen werden verwendet, wenn du besonders aufpassen musst, weil du irgendwelche wichtigen Tasks machst, haben die absolut ihre Berechtigung. Aber wir können den Leuten nicht sagen, nutzt ein anderes Distro, nutzt diese Distro, damit ihr sicher seid. Das funktioniert nicht, das wird nicht akzeptiert werden. Daher denke ich, dass wir irgendwie uns anschauen müssen, was müssen wir denn tun, um irgendwie Sicherheit unter den Linux-Desktop auch so zur Verfügung zu stellen, dass sie verwendet werden kann. An dieser Stelle ein Wink mit dem Zaunpfeil. User-Centered Design ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff, zumindest wenn sie mal irgendwie eine UX-Vorlesung gehört haben. User-Centered Security ist im Prinzip ein ähnlicher Ansatz, nur für Security-Features. Es ist maßgeblich dafür entscheidend, dass Security-Features angenommen werden und genutzt werden und somit tatsächlich in der echten Welt, nicht in der theoretischen Welt, in der echten Welt durch ihre Verwendung einen Sicherheitsmehrwert bieten. Weil ein Security-Feature, was nie nutzt, bietet keinen Mehrwert. Genau, prinzipiell, die Sandbox sollte sich am Verhalten des Nutzers orientiert und nicht umgekehrt. Das heißt, wir wollen irgendwie eine Sandbox, die den Nutzer nicht zu sehr einschränkt. Klar, mit Sicherheit kommen irgendwo immer Einschränkungen und irgendwo Sachen, die nicht gehen, weil wenn wir die IPC einschränken, dann geht die irgendwo nicht mehr. Aber das sollte jetzt vielleicht nicht in den täglichen Tasks des Nutzers sein, also sowas wie, naja, du musst jetzt aber hier immer erst okay klicken und dann das da rüberschieben, damit das geht. Die Zugriffsrechte auf Ressourcen können wechseln. Also der Nutzer muss irgendwie sagen können, naja, gerade will ich aber eigentlich Dokumente hochladen mit Firefox,
Und ja, normal hat er meinen Dokumentenordner nichts zu suchen, aber ich will jetzt, dass der Dokumente hochladen kann. Das muss möglich sein. Die Programme benötigen irgendwo eine Möglichkeit, sich automatisch zu starten, also die Privilegienwechsel automatisch zu ändern oder eben auch nicht. Also es muss möglich sein, dass Programme in Linux funktionieren, relativ viele Programme so, dass sie irgendwelche anderen Programme starten oder wrappen und verwenden. Solche Skripte gehen, wenn man an diesen Stellen irgendwo Rechtewechsel einführt, gerne mal kaputt. Also müssen wir da eine Möglichkeit geben, diesen Rechtewechsel bewusst zu triggern, beziehungsweise bewusst nicht zu triggern. Und zuletzt muss der Nutzer irgendwie die Hoheit über die Rechte der Dateien haben. Und wir sind somit von den eigentlichen MAC-Gedanken, dass der Nutzer keine Chance hatte, sondern dass wir eine systemweite Konfiguration haben, die vom Admin festgelegt und für den Nutzer vorgeschrieben ist, weg. Und wir sind wieder beim Discretionary Access Control System. Zwar mit einem bisschen anderen Policy, aber genau. Wir haben unter Linux ein großes Potenzial. Und zwar, wir haben eine Zweiklassengesellschaft, ganz klar. Serveranwendung. Jeder Webserver, jeder halbwegs gut konfigurierte Webserver, läuft mit seinen eigenen Benutzer auf dem Server. Da hat man irgendwie einen Apache-Nutzer und der Apache läuft mit dem Apache-Nutzer. Client-Anwendungen laufen mit dem Nutzer, der sich gerade am System angemeldet hat. Alle. Das heißt, wir haben hier ein Potenzial. Wir haben UIDs auf dem System wie Sand am Meer zur Verfügung. UIDs sind von Haus aus wirklich, wirklich gut separiert. Das garantiert uns der Linux-Kernel und das garantiert der Linux-Kernel uns eigentlich schon immer. Und wir nutzen diese nicht. Wir nutzen die für Serveranwendung. Warum nutzen wir die nicht wie Android zum Beispiel für Client-Anwendung? Wäre prinzipiell möglich. Wir haben nämlich noch eine Möglichkeit, das verdanken wir uns dem Containersystem, insbesondere LXD, LXC, Sub-UID-Ranges festzulegen. Kurz zur Erklärung, Sub-UID-Ranges bedeutet, ich gebe einer Konfigurationsdatei an, eine Range von IDs, die ein Nutzer noch nutzen darf. Diese IDs sind meistens deutlich höher gewählt, irgendwie Zehntausende bzw. Hunderttausender Bereiche. Und diese darf der mitnutzen. Mitnutzen darf der die über ein Set-UID-Binary, New-UID-Map, wo er dann ein Sub-UID-Mapping aufsetzen kann. Um Sub-UID-Mapping zu verstehen, muss man den User-Namespace leider erwähnen. Leider in der Sache, weil er ein bisschen Komplexität in die Sache bringt. Ein User-Namespace funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Ich habe in des Namespaces, Namespace ist eine isolierte Sicht auf die Ressource UIDs. Ich habe in diesem Namespace eine isolierte Sicht auf die Ressource UIDs. Das heißt, ich sehe, wenn ich als Programm in diesem Namespace arbeite, irgendwie die UID 0 und die UID 10.000. Und außerhalb dieses UID-Namespaces sehe ich auch die UIDs hier drin, aber die sind eben gemappt auf zum Beispiel die 0 auf die 1.000 und irgendwie die 10.000 ist auf die 10.000 gemappt. Also ich kann die 1:1 mappen oder ich kann die irgendwo hin mappen. Mit Sub-UID-Mapping, mit New-UID-Map habe ich eben die Möglichkeit, hier außerhalb auf UIDs zu mappen, die nicht meine sind, ohne dass ich ein Admin bin. Ansonsten geht das nicht, weil nur Root darf irgendwie auf andere UIDs mappen, weil hier im Container habe ich als Besitzer dieses Namespaces, im Namespace habe ich volle Rechte. Da bin ich erstmal UID 0 und habe hier somit Root innerhalb des Namespaces. Außerhalb habe ich nur die Rechte, die hier gemappt sind. Das heißt, selbst ein 1:1 Mapping hier raus würde uns jetzt ermöglichen, als Nutzer ohne Adminrechte, in Anführungszeichen, eben weil wir das mit einem Set-UID-Binary umgehen, ohne Adminrechte einfach meine UID zu wechseln und gleichzeitig noch einen User-Namespace, der ein schönes Security-Feature ist, aufzuziehen. An dieser Stelle ein Konzept, wie man das startet. Ich sehr viel auf dieser Grafik, das liegt daran, dass die recycelt ist. Ich erkläre vielleicht nur mal kurz ein bisschen die wichtigsten Punkte. Wir haben irgendwo den Account des normalen Nutzers. Hier an dieser Stelle jetzt zum Beispiel 1000, was der Default wäre für den ersten Nutzer auf einem System. Und der hat irgendwo eine Konfiguration, die im Prinzip die Policies spezifiziert.
Hier laufen Unsandbox-Applikationen. Wie ich eingangs erwähnt habe, es lassen sich schlichtweg nicht alle Applikationen sandboxen. Es ist nicht unbedingt sinnvoll. Und man muss auch mit Sandboxen, die nicht kompatibel sind, kompatibel bleiben. Und das heißt, hier kann man einfach weiterhin als ein Benutzer eine Unsandbox-Applikation laufen lassen. Dann nimmt man einen Launcher. Der Launcher läuft irgendwie als Background-Daemon, wie einer von vielen, die wir haben, und hat im Prinzip ein IPC-Interface, zum Beispiel Dbus würde sich an dieser Stelle anbieten, weil es mit dem Session-Bus an den Desktop-Session geknüpft ist, also an die momentane grafische Nutzersitzung. Hier rein und hier drin ist ein Client, der mit diesem Launcher kommunizieren kann und Start-Requests beantragen. Wenn dieser Start-Request eben der Policy entspricht, würde dieser Launcher einen neuen Namespace aufmachen, das entsprechende UID und GID-Setting einsetzen, also für GIDs gilt das gleiche wie für UIDs erklärt, eine Applikation starten, welche dann eben die hier angegebenen anderen UID hätte. So könnte ich tatsächlich und vom grafischen Linux-Desktop mit verschiedenen Anwendungen, mit verschiedenen Benutzern laufen zu lassen, ohne dass ich Root brauche, ohne dass ich ein neues setuid-binary schreibe und einführe. Wir wissen alle, setuid-binaries sind so ein Problem, darum sollten wir die Anzahl dieser ein bisschen gering halten, weil sie sind zwar cool, weil sie uns Rechte geben können, aber die sind halt auch immer anfällig, weil sie halt Root-Rechte bekommen. Und im Prinzip könnten wir dann über die Gruppenzugehörigkeit auf die Dateien die Zugriffe steuern. Das heißt, wir sagen, okay, alle Dateien gehören prinzipiell immer den primären Nutzer, der hier in diesem Fall zum Beispiel der UID 1000. Dadurch können alle Unsandbox-Applikationen da soweit zugreifen und als Gruppe bekommen die immer irgendeine andere Gruppe, die eben hier in diesem Sub-UID-Bereich läuft und irgendeine Bedeutung hat. Zum Beispiel die Download-Gruppe hier mit an dieser Stelle der 100.222 oder hier eine andere Gruppe mit der 100.111. Wichtig wäre, wenn man das einführt, dass diese Sub-UID-Ranges für jeden Nutzer auf dem Betriebssystem anders sind. Weil wenn die sich überschneiden, dann kannst du nicht nur auf deine eigenen Dateien zugreifen, sondern die auf eines ganz anderen Anmeldenutzers. Das wäre halt fatal, weil damit wäre die Security schlechter als momentan. Und so wäre sie im Prinzip eigentlich besser, weil wir eben tatsächlich sagen können, okay, wir haben sowohl irgendwie unsere Unsandbox-Application, die weiterhin funktionieren, als auch irgendwie, dass jede Sandbox mit einem eigenen anderen System läuft. Jetzt habe ich vorhin gesagt, naja, wir wollen aber eigentlich weg vom Mac. Alle, die sich mit Mandatory Access Control und Discretionary Access Control System ein bisschen auseinandergesetzt haben, werden jetzt gesehen haben, ein zentraler Server, der bescheidet, ob du zugreifen darfst oder nicht und setzt. Das klingt mir doch sehr nach Mandatory Access Control System. Der hat vorhin doch was von Discretionary Access Control gesagt. Naja, zum einen ist der Server läuft unter dem Nutzer-Account und die Konfiguration liegt dementsprechend natürlich auch unter den Nutzern. Der Nutzer kann also selber konfigurieren. Allerdings würde ich an dieser Stelle auch sagen, es hat einen Vorteil tatsächlich, die Applikationen nicht zu forcen, diese GIDs zu setzen. Natürlich, die können das auch auf ihre eigene setzen, dann ist es im Zweifel restriktiver. Also die können weniger Zugriff oder mehr Zugriff auf die von ihnen erstellten Dateien erlauben. Den Nutzer steht es aber natürlich frei, das zu korrigieren. Wir können denen mit Istils ACLs zum Beispiel Default-Werte empfehlen, aber es gibt wenige Anwendungen, die hängen sich absolut daran auf, wenn irgendwo Zugriffsrechte auf Dateien nicht so sind, wie sie das erwarten. SSH ist zum Beispiel dafür ein Beispiel. SSH kann, wenn die Config die falschen Zugriffsrechte hat, sehr eklig werden, weil der eben ein Check hat auf die File-Access-Maske. Das heißt, wenn wir sagen, okay, die setzen wir durch den Mac, die File-Zugriffsrechte, ist das an dieser Stelle keine gute Idee, weil eben dann womöglich irgendwelche Checks fehlen und wir wieder weitere Probleme uns einhandeln. Letztendlich sollte aber klar sein, dass immer der Nutzer sagen kann, okay, wir setzen jetzt hier doch das System durch oder eben nicht. Kommen wir zum nächsten Schritt, den ich vorhin angesprochen habe und gefordert habe, Out-of-the-Box-Funktionalität.
Wir haben irgendwie die Sandbox, die als Paket gesetupt werden muss. Und wir haben also eine Konfiguration, die ich vorhin in diesem schönen Diagramm erwähnt habe. Mein Vorschlag dazu wäre, dass die Konfiguration aus Default-Profilen besteht, die systemweit vorhanden sind. Natürlich immer mit, die Ranges sind nur ein Shift für die Nutzer. Und dass die Profile durch Pakete in das System verteilt werden. Also in meinem Profil spreche ich jetzt gerade einfach von einer normalen Linux-Config-Datei oder von einer JSON. Das ist eigentlich relativ egal. Das sind Dateien, die können wir in unserem Paketmanager packen. Der Paketmanager, welcher auch immer es ist, sei es Pacman, sei es apt, sei es RPM, schiebt das auf das System, kopiert das in den Ordner, delete das. Der Nutzer, wenn er Anpassungen machen will, weil seine Defaults nicht passen, kopiert das in seinen eigenen Home-Verzeichnis in den Config-Ordner und macht dort Anpassungen an den ganzen Geschichte. Indem wir eben diese Default-Profile aufeinander aufbauen können, können wir außerdem eine Art modulares System schaffen. Das Schöne ist, jede Linux-Paketverwaltung, jede moderne Linux-Paketverwaltung gibt uns die Möglichkeit, dass wir sagen, Pakete bauen aufeinander auf. Das heißt, wir können sagen, wir brauchen erst eine Basisgruppe, erst dieses ganze Policy-Programm, das user-friendly haupt, bevor wir jetzt irgendwie das Profil für den Firefox installieren können. Genau. Kleine Idee, die jetzt hier vielleicht nicht auf der Folie steht. Es empfiehlt sich an dieser Stelle, wenn ihr IDs vergebt für die Zugriffsgruppen, diese IDs global zu geben. Also wenn ihr eine Firefox-Gruppe macht, dann gebt ihr global eine Firefox-Gruppe an. Diese Firefox-Gruppe hat ein Offset. Das sind irgendwie zum Beispiel die 1111 und dann habt ihr oder eine Base, eine 1111. Ja, und dann habt ihr nochmal ein user-spezifisches Offset, wie der User hat die Sub-UID-Range ab 200.000. Das heißt, ihr rechnet euch eigentliche UID aus dieser Kombi. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr irgendwie mal euer System wechselt, ihr nicht alles neu machen müsst, wenn die statische, globale, einheitliche IDs haben. Wenn man jetzt sagen würde, das kriegt immer die nächste freie UID aus der Range, wäre das Problem, wenn ihr euer System neu aufsetzt und die Applikation in einer anderen Reihenfolge installiert, kann nichts mehr auf die Konfiguration zugreifen, weil ihr habt alles in einer anderen Reihenfolge installiert und jeder hat eine andere UID. Das heißt, an dieser Stelle wäre das auch wichtig für Out-of-the-Box-Funktionalität, dass das eben global einheitlich wäre. Kommen wir eben kurz zur schon angesprochenen Config-Struktur, dass man eben das global haben könnte, beziehungsweise haben sollte, dann eben Profile hat, die in der globalen Config zusammengesetzt werden, wie aus irgendwie fast jeder Serveranwendung bekannt und eben auch wie unter dem Linux-Desktop schon bekannt, nutzerspezifische Configs, die das überschreiben. Der Vorteil daran, das zu verwenden ist, es ist jeder, der längere Jahre Linux nutzt, gewohnt. Und damit zwingen wir den Nutzern kein neues, unbekanntes Konzept. Wenn eine Regel eben unter den Nutzer nicht verfügbar wäre, würde er zurückfallen. Jetzt denkt ihr euch, hat er bestimmt gebaut und jetzt sagt er uns den Download-Link zu dieser Software. Habe ich gebaut? Ihr kriegt keinen Download-Link, es gibt nämlich leider Probleme. Wir haben Spielverderber. Und diese Spielverderber heißen zum einen Xorg für Probleme, die ich gleich erklären werde, Pulse Audio. Und Firefox, beziehungsweise eigentlich wahrscheinlich die meisten Browser. Erstes, Xorg. Xorg ist eigentlich kein funktionales Problem. Xorg ist super. Xorg ist ein Webserver, Xorg, also internetfähiges Protokoll. Internet kann uns irgendwelche TCP-Sockets bereitstellen. Xorg kann uns irgendwelche Unix-Domain-Sockets bereitstellen. Xorg ist da nicht so eng. Allerdings, was Xorg nicht kann, Xorg kann nicht irgendwie Linux kennt das Konzept Window Ownership nicht. Das führt dazu, dass Xorg sagt, du bist der Browser und möchtest gerne gerade mitlesen, was irgendwie auf dem Word-Dokument eingegeben wird, kein Thema. Du bist der Browser, der hat gerade seinen KeyPass-Eintrag und schreibt da gerade sein Passwort, kein Thema, darfst du mitlesen. Also das ist nicht optimal, bis irgendwie echt nicht gut. Wir haben zwei Lösungen. Valent kennt dieses Konzept.
Also das unterstützt das einfach. Oder wir sagen, wir stehen einfach hart auf Xorg, beziehungsweise wollen ein System nutzen, was Xorg nutzt, weil ich vorhin schon gesagt habe, wir dürfen nicht die Leute dazu zwingen, dass sie ihr System wechseln. Das werden die Leute nicht tun, das wollen die Leute nicht. Und sagen, okay, wir nehmen Xbra. Das heißt, wir starten in jeder Sandbox Xbra, einen Xbra-Server, einen Client außerhalb. Der Client läuft jetzt eben mit den Rechten des eigentlichen Benutzers, kann die Sachen auf dem Display anzeigen und verbindet sich auf diese Server, die in der Sandbox laufen. Funktioniert soweit beides? Hebt dieses Problem mit der Authentifizierung auf, hier, weil wir eben eigentlich lauter eigene Server haben und nur außerhalb, der auf alles zugreifen kann. Hier, weil Valent einfach nicht so kaputt ist wie X. Und an dieser Stelle hätten wir also ein Problem für unsere Störenfile gefunden. Pulse Audio. Letztendlich lässt sich Pulse Audio auch dazu bringen, mit vielen Parametern und vielen Stunden Arbeit irgendwo Sockets aufzumachen, auf die ihr mit bestimmten Zugriffen dann eben doch aus den verschiedenen Sandboxen erreichbar ist. Sockets können unter Linux geschützt werden, ganz normal über die Dateizugriffsrechte. So könnte man zum Beispiel eine Pulse Audio Gruppe in das vorhin erklärte Paketsystem einführen. Ja. Und letztendlich ist Pulse Audio auch die Separierung etwas weniger kritisch als bei X, da es hier an dieser Stelle zwar darum geht, dass du Sound hast, was auch noch kritisch ist, weil gerade auch Input-Dateien relevant sind, also Mikrofon läuft ja auch über Puls, aber immerhin nicht mehr das Window-Ownership, was so eine Vollkatastrophe ist, weil am Window-Ownership alles andere dranhängt. Genau, also Pulse Audio lässt sich auch lösen, ist sogar mit Pulse Audio lösbar, erfordert nur mehr Config, ist ein bisschen systemabhängig, weil jeder, der mal mit Audio unter Linux die Freude hatte, also auf so ein Level, dass man irgendwas einstellt, wird wissen, das ist fehleranfällig. Letztendlich, Firefox und auch andere Browser, unter anderem Wege sogar schon, haben ein atypisches Verhalten beim Download. Beim Download würde man vermuten, dass der Browser in ein Verzeichnis, in das man herunterlädt, eine Datei anlegt. Spoiler, tut er nicht. Er legt stattdessen eine Datei in einem anderen Verzeichnis an, irgendwo unter Config oder unter Cache oder unter Temp und verschiebt diese Datei später. Die Linux-ACLs sind schön, aber sie kriegen Verschieben normal nicht als Erstellen mit. Weil Verschieben ist unter Linux nichts anderes als Umbenennen. Weil ihr ändert nur den Dateipfad. Außerdem benötigen große Browser wie der Firefox überdurchschnittlich viele IPC-Requests. Unter anderem zu Pulse Audio, aber auch zu anderen Schnittstellen. Ohne die sie teilweise laufen, ohne die sie teilweise nicht gut laufen, ohne die bestimmte Dinge nicht funktionieren, wie Zugriffe auf irgendwelche Plugins, die wiederum Erweiterungen bringen können. Bedeutet also, hier an dieser Stelle haben wir ein Problem, die Profile gut zu schreiben, sodass sie one fits all sind, ohne zu offen zu sein. Mein Vorschlag wäre eben dann zu sagen, okay, wir beißen den sauren Apfel und schreiben ein bisschen offeneres Profil. Und das ist eben auch leider stellvertretend für andere Browser, soweit ich das erkennen konnte, weil zwischen Firefox und Chrome nimmt sich da leider echt nicht viel, weil die brauchen beide sehr, sehr viel. Plugins machen sie teilweise sehr, sehr komische Dinge und brauchen sehr, sehr komische Berechtigungen. Genau. Prinzipiell lässt sich für diese dateisystembasierten Sachen, also mit ich brauche irgendwo Zugriff oder einen Lösungsansatz erkennen. Wie gesagt, ich habe den noch nicht ganz fertig ausgearbeitet an dieser Stelle, das ist Work in Progress, wir sind da tatsächlich noch dran. Und zwar müssen wir irgendwie eine Abstraktionsschicht einführen. Also zu sagen, okay, naja, die Rechte, die wir der Applikation vorgaukeln, müssen nicht unbedingt die der sein, die tatsächlich auf dem System existieren. Allerdings wollen wir weiterhin, dass irgendwie in dieser vorgeschaukelten Schicht die Dateirechte beeinflusst werden können, dass wir also nicht immer einfach crashen, wenn was abgelehnt wird, sondern dass wir da irgendwie sagen können, okay, ja, ja, und dann einfach auf dem System nicht dementsprechend machen. Das Ganze wäre ein Schritt weiter in Richtung Mandatory Access Control, weil wir eben eine Abstraktionsschicht einziehen würden und nicht mehr eben alles direkt auf ein Linux-Dateisystem aufbaut. Und wir hätten eben irgendwie eine einfache Anpassung der Rechte durch den Nutzer, würde sich ein bisschen verschieben,
weil wir jetzt eben nicht mehr in den Ordnern die Sachen ändern wie bisher, sondern nach wie vor mehr in diese zentralisierte Config gehen. Die sollte halt nicht komplizierter sein, als sie es, also die sollte weiterhin ziemlich plain bleiben. AppArmor wäre zum Beispiel für eine etwas einfache Policy, ist eh Linux nicht. Wie gesagt, Work in Progress. Also wir sind da tatsächlich dran, wir haben Ideen, aber nicht ganz sicher, ob die aufgehen. Genau. Aktueller Stand. Die Sandbox funktioniert. Wir haben Debian-Pakete dafür geschrieben. Im Prinzip, indem wir eben einfach die JSONs, wie erklärt, genommen haben und verteilt haben aufs System. Das funktioniert soweit gut. Das zieht die Abhängigkeiten. Die Sandbox ist danach nutzbar. Wir haben eben das Problem, dass die Basispakete ein bisschen problematisch sind, häufig manuelle Korrekturen notwendig sind, weil wir sagen, okay, jetzt stoßen wir eben doch wieder auf einen Edge-Case, also unausgereift. Wir haben das jetzt auch nicht mit so vielen Leuten getestet. Das Deployment funktioniert sehr, sehr gut. Also die Idee zu sagen, okay, man kann einfach Security-Profile über Paketmanager zu deployen, geht voll auf und die Weiterentwicklung läuft. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Gibt es denn Fragen? Wann kann ich meine Pakete bereiten? Also ich habe rein theoretisch funktionierende Debian-Pakete dafür, weil wir schlichtweg in der Testphase auf Debian gesetzt haben. Ich würde es zurzeit nicht empfehlen. Also die Pakete, die wir geschrieben haben, sind vier Pakete für vier verschiedene Anwendungen. Firefox, ein PDF-Reader, ich glaube es war Ocular, LibreOffice und ein Dateimanager. Das funktioniert soweit. Die Rechteänderungen funktionieren. Also wir haben natürlich das Ding, dass manchmal Dateien jetzt von beiden Programm zugegriffen werden können und wenn man sie woanders hin verschiebt, dann neue Rechte haben sollen. Das funktioniert alles. Meine Hoffnung ist, dass wenn wir diesen Abstraktionsschritt erfolgreich eingeführt bekommen, beziehungsweise eine Idee haben, die tatsächlich so aufgeht, wie wir uns das erhoffen, wir sind da noch ein bisschen am Anfang, wir das auch so rausgeben können, dass wir das Open Source haben und dann eben auch tatsächlich die Paketquellen einfach rausgeben können. Erstmal ein eigenes Repo hosten und dann mal schauen, was damit passiert, wie die Leute das annehmen. Genau. Also in die Richtung ist die Hoffnung, dass das tatsächlich weitergeht. Weitere Fragen? Ja. Puls Audio war als eines der Problemkinder genannt. Hat schon jemand mal auf Pipewire geguckt? Muss ich sagen, muss ich leider komplett passen. Sag mir jetzt nichts. Ich bin jetzt kein Audiomensch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe damit einmal mit Jack zu tun gehabt und dann das Ding nie wieder anfassen wollte. Und da in dieser Arbeit dann eben doch wieder angefasst, weil Puls Audio, aber kann ich leider nichts zu sagen. Ja? Ja, was mit so Sachen wie Screenshots zum Beispiel, da breche ich ja dann bewusst, sage ich mal, aus der einen Box raus und will auf die andere zugreifen. Ja, also Screenshots würdest du zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich gehe als Nutzer dahin, also sprechen wir jetzt hier irgendwo, ich schalte absichtlich jetzt mal die Folien zurück, weil es leichter ist, das zu erklären, dass wir sagen, okay, wir nehmen dann Teil des Desktop-Environments und bewegen uns irgendwo in dieser Ebene, die unsandboxed ist, das heißt, ich habe einfach die normalen Rechte, die ich eh immer habe. Das heißt, du würdest sagen, okay, ich lege eine Screenshot-Applikation in diese Ebene, die ist dann halt nicht gesandboxed. Damit wäre das halt möglich. Unter X. Bei Wayland kann es sein, dass das auch so gegen Konzepte verstößt, aber hängt von deinem Desktop-System an. Also unter der X-Xpra-Lösung wäre das ohne weiteres möglich. Weitere Fragen? Okay, na dann. Dank. Ja, dann vielen Dank für den Vortrag. Ja.
eine Frage vielleicht noch kurz, gerade weil du gesagt hast, es gibt schon Debian-Pakete dabei dafür. Wie heißt das Projekt denn? Das inoffizielle Debian-Pakete. Also wir haben selber Pakete geschrieben, wir haben die signiert, aber nicht veröffentlicht. Wir haben in der Eval festgestellt, dass es wahrscheinlich unklug wäre, das zurzeit zu veröffentlichen, weil eben, wie gesagt, das nicht ausgereift ist. Also diese Profile zu erstellen, das will ich gar keinen Hehl drum machen, das ist Arbeit. Das ist Arbeit, die allerdings einmal gemacht werden muss, weil es kann überall verwendet werden und dann wieder weiterverwendet werden kann. Und wir haben uns eben entschieden, das zurzeit noch nicht zu veröffentlichen. Also zumindest noch nicht für die Community so zu veröffentlichen, weil wir glauben, dass es schlecht ist, wenn man ein Produkt veröffentlicht, was nicht funktioniert, weil das dann abgestempelt wird und nie wieder angefasst. Thank you.